Andi! Gehst du heute noch mal in den Zweikampf oder soll ich dich mit Kontaktspray einsprühen? Ja, und bei den Bayern hat jetzt Elton von Stefan Raab hier der das Ruder übernommen. Ja sicher, der Max Eberl, der sieht original so aus wie der Elton. Ne? Max Eberl wieder in Amt und Würden. Gladbach-Fans gefällt das. Psychologen hat er, braucht er aber aktuell. Warte mal ab, wenn der Hoeneß, egal. Ist ja gut, ist ja wieder fit, ist wieder... Es heißt ja im Zweifel für den Angeklagten. Ne? Oder anders gesagt, wenn ein Anwalt sich ein Navi besorgt, ist das Verfahren eingestellt. Hermann, dein Trikot, ne, wurde übrigens an Tieren getestet. Ja, oh doch. Und selbst ein Elefanten ist das Ding zu groß. Ja, und der Eberl hat gesagt, auf jeden Fall, was will er Titel? Ja, dann kannst du in dieser Saison aber maximal Kabinen-DJ machen. Ne? Was jetzt übrigens rauskam, nachdem der Tuchel gesagt hat, er gibt im Sommer auf bei den Bayern, hat er sich wohl vor die Spieler gestellt und hat gesagt, ihr könnt euch aber jetzt schon für den neuen Trainer beweisen. Was? Alfonso Davies direkt nach Paris gefahren, ne, zur Fashion Week. Klar, falls Heidi Klum die Bayern übernimmt, ist logisch. Und dann hat noch hier der Hypo-Vereinsbanker, der mit 14 schon ein Poesiealbum unter Hobbys stehen hatte, Moët-Flasche mit dem Säbel in der Sansibar auf Syltköpfen hier, der Dresen. Der hat noch gesagt zu den Spielern, ihr seid jetzt in der Verantwortung. Oder anders gesagt, ihr könnt alle gehen außer Thomas Müller. Patrick, pst. Nur weil die holländischen Dübel bald legal sind, heißt das nicht, dass du jamaikanisches Basilikum in Stutzen hast. Buffalo Soldier. Ja, und bei Bayern 04 Leverkusen, da haben sie jetzt eigentlich nur noch ein Problem. Geh jetzt davon aus, die gewinnen die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Wo feiern die denn? Ich meine, das Rathaus und die Innenstadt in Leverkusen, ne? Die haben ungefähr so ein charmantes Flair wie so eine Kick-Filiale. Ich glaube ja, statt Buskorps so durch die Stadt macht die Alonso 11 Watt. Fahren einfach ins Bayerwerk, dann legen die Schale auf so ein Fließband, setzen sich damit drauf. So erreichst du dann eben auch alle Bayer-Fans. Christian, pst, Cola hilft auf jeden Fall gegen Durchfall, ne? Wenn die Flasche stecken bleibt. Ja, beim HSV Steffen Baumgart, ne, der greift gleich richtig durch. Strafenkatalog hat er eingeführt für den gesamten Verein, also auch hier Vorstand und so. Bestraft werden, schlechte Wortwitze. Und du darfst keinen Joghurt mitbringen. Wäre ich heuer Fernandes, ja jetzt Ersatztorwart, klar. Ich würde einen Joghurt mit ins Training nehmen, mich vor den Baumgart stellen, den Joghurt fallen lassen und sagen, Trainer, der war nicht mehr haltbar. Was im Strafenkatalog beim HSV fehlt, wer den Merch-Artikel des Videobeweis, ne, die Schiebermütze, Schieber, trägt, muss 100 Euro bezahlen. Das ist für den Baumgart teuer. Patrick, deine Rechnung vom Logopäden, ne? Die kannst du nicht abstottern. Ja, und bei der Nationalmannschaft ist wer zurück? Querpass Toni. Der Sieger. Oh, das hätte ich mir nicht angetan. Hätte ich ja lieber gesagt, komm, ich wechsle nochmal zum FC Bayern München. Ne? Toni Kroos und Gündogan haben wir jetzt im Mittelfeld. Oder, um bei der Wildgans-Theorie von Hansi Flick zu bleiben, ne? Die fliegen ja immer in so einem... Hast du hier den Groß, hier den Gündogan? Und wer fliegt ganz vorne und zieht sich einen Hut auf? Richtig, keiner. Wobei der Nagelsmann gesagt hat, tatsächlich in einem Interview, was ich sehr gut fand, der deutsche Fußball ist gar nicht mehr so erfolgreich und wir müssen Fußball mehr oder wieder mehr arbeiten. Ja, aber doch nicht mit den 20-jährigen Lappen. Wenn du denen sagst, Arbeit, dann müssen sie das erstmal googeln. Die kennen das doch gar nicht. Würden Kimmich und Co. bei DHL arbeiten, die würden ja immer am Lichtschalter klingeln. Ah, keiner da, nimm ein Paket wieder mit. Es hört dir ja heute auch keiner mehr zu. Ne? Ich war letztens bei mir hier am Stammkiosk, neuer Mitarbeiter da, sag ich, pass auf. Ich nehme 2 Pils zum Gleichtrinken bitte und 6 zum Mitnehmen. Also bitte? Ich so, hab ich doch gesagt. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der ist nicht hochbegabt, sondern tief bekloppt. Patrick! Nur weil die holländischen Nübel, ne? Bald ein. Nübel, ja, die holländischen Nübel, wer kennt sie nicht? Nur weil die holländischen Dübel, ne, bald legal sind, heißt das nicht, dass du, nur weil die holländischen Dübel, ne, bald legal sind, heißt das nicht, dass du, ey, sag mal, Christian, Cola! Ja, Pause, ach Gott, nochmal. Patrick, denk bitte dran, ne, deine Rechnung vom Logo, wenn du Logopäde schon nicht aussprichst, Geil, ja, Outtakes stehen, gut.